Jedes Kind kennt die heiligen drei Könige. Der Weihnachtslegende zufolge reisten sie aus dem Morgenland nach Bethlehem, um dem geborenen Messias zu huldigen. Sie waren gewissermaßen die ersten christlichen Pilger. Doch wer waren sie wirklich? Und wie fanden sie die heilige Familie? Der Kölner Dom. Er gilt als Meisterwerk gotischer Architektur. Dort steht dieser goldene Schrein, einer der künstlerisch anspruchsvollsten Reliquienbehälter des Mittelalters. In ihm sollen die Gebeine der heiligen drei Könige ruhen. Im 12. Jahrhundert brachte man sie aus Mailand hierher und nur ihretwegen wurde zwischen 1248 und 1880 der Dom erbaut. Auch heute noch ist er eine der bedeutendsten Wallfahrtskirchen Europas. Doch sind die Reliquien, denen seit Jahrhunderten gehuldigt wird, tatsächlich die sterblichen Überreste der drei Weisen aus dem Morgenland? Und damit kommen wir zur wichtigsten Frage. Was wissen wir wirklich über die heiligen drei Könige? Sie begegnen uns auf unzähligen Weihnachtskarten. Sie knien vor dem Christuskind und überreichen ihm ihre Gaben. Doch was wir von ihnen zu wissen meinen, steht nicht in der Bibel, sondern wurde erst viel später hinzugedichtet. So werden aus historischen Persönlichkeiten Legenden. Sehen wir uns eine dieser Weihnachtskarten genauer an. No. No, no. Won't do. Here, look at this one. Hier ist ein gutes Beispiel. Was sehen wir hier, was nicht in der Bibel steht? That's not in the Bible.